Luca Henny und Christina Luft sind das, Let's Dance, Traumpaar überhaupt. Doch nun stießen sie im Urlaub an ihre Grenzen. In den Schweizer Bergen lassen es sich Christina Luft und Luca Henny derzeit im Pärchenurlaub gut gehen. Für ihre Insta-FollowerInnen gibt es viel zu sehen. So teilen die 32-Jährige und ihr 28-jähriger Verlobter nicht nur malerische Aufnahmen von schneebedeckten Gipfeln, sie lassen ihre Fans auch daran teilhaben. Wie sie wild herumtoben und sich jede Menge Schabernack erlauben. Von rasanten Schlittenfahrten oder Tanzvideos in perfekt abgestimmten Outfits ist alles dabei. Let's Dance, Stars Christina Luft und Luca Henny stoßen beim Herumblödeln an ihre Schmerzgrenze. Um ihren FollowerInnen etwas zu bieten, gehen die beiden jetzt sogar bis an die Schmerzgrenze. In einem neuen Reel sieht man Luca Henny in Unterhose durch den Schnee flitzen, barfuß. Wie man in den Bergen morgens Brötchen holt, schreibt der einstige DSDS-Gewinner dazu. Was erst einmal nach großem Spaß aussieht, wird schnell unangenehm. Uha, ist das kalt, und, scheiße, 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 hört man Henny fluchen, während er Richtung Kamera rennt. Schnell springt er über eine Mauer und flitzt zu Christina Luft, die sich bereits in den warmen Pool gerettet hat. Auch sie trägt lediglich einen blauen Bikini und muss die Zähne zusammenbeißen. Es tut einfach richtig weh, sind sich beide einig. Als Luca Henny im rettenden warmen Wasser angekommen ist, muss er sich erst einmal beruhigen. Die Hände und die Füße, erklärt Christina Luft, was bei der Nummer am meisten in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das war keine gute Idee, gesteht Luca. Bei den Fans kommt das unterhaltsame Video gut an. Hast du eine Wette verloren? Mutmaßt einer in der Kommentarspalte, ne, oder? Bist aus der Sauna gekommen, wetten, ist sich ein anderer sicher. Meine Güte, ein Flitzer, dreh sofort um, du hast die Brötchen vergessen, oder, so einen richtigen Ninja bringt doch so ein bisschen Schnee und Kälte nicht um. Da bist du doch andere Parcours gewohnt. Habt einen schönen Tag, lauten drei andere Kommentare, die beweisen, wie gut der witzige Content bei den Fans ankommt.